Ja, hallo YouTube-Schanzker am Start, heute mit einem neuen Video und willkommen zu einer Special-Episode Hunger Games. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hey Leute, Crymax hier und heute gibt es endlich mal wieder Hunger Games auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr seid wieder alle am Start. Schreibt mir immer in den Chat und Leute, stellt euch mal vor, Mann. Was geht ab, Leute? Drox ist auch am Start für Hunger Games Action mit der Weiß Studio. Willkommen. Weiß Studio auch da. Ja, Mann, der italienische Weiß Studio ist jetzt damit auch am Start. Und heute gibt es aber nicht ein normales Hunger Games, sondern wir dachten uns, heute gibt es mal ein spezielles Hunger Games, eine Special Episode von Hunger Games. Denn heute gibt es mal wieder Hunger Games auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr seid wieder alle am Start. Wir sind ja zu viert, dann quasi mit Zweier-Teams, ne, ergibt Sinn, Freunde. Und ich glaube, ich habe jetzt schon mal mit Brox, habe ich schon mal ein Team gehabt. Und mit Shansky habe ich schon mal ein Team gehabt. Ah, kacke, ich Vollidiot, Digga. Hallo? Ja. Wir wissen, dass du ein Vollidiot bist, ja. Was hast du gemacht, Fall, Digga, ich brauche nur Scheiße am Ende. Das beste Team ist da, Leute. Leute, ja, das war der schlechteste Team. Start meines Lebens von einem Livestream. Tut mir leid, Freunde. Ich muss erstmal die Waffen hier wegbekommen. Es tut mir leid. Ich zeig euch mal einen Trick, Leute. Viele sagen, ich kann nicht zaubern. Ja, du kannst auch nicht zaubern. Digga, ja. Ich mache jetzt den heftigsten Zaubertrick der Welt, Armin, und zick, zack. So, okay, Leute, ihr kennt das Ganze ja von Hunger Games. Ja, ich bin heute auch endlich mal wieder... Leute, ich bin heute noch zurückgekommen. 11-Stunden-Flug habe ich hinter mir. Und trotzdem stream ich hier für euch, Leute. Einfach um die beste Unterhaltung auf YouTube bieten zu können. Das ja, ist schon Leute, heftig. Ich weiß, also es hat mir echt ein bisschen leid getan, dass ihr die letzten Tage nur bei Standardskill schauen konntet, gerade eben mit dem neuen DLC. Aber heute geht's endlich mal wieder los, Freunde. Mann. Was geht ab? Lasst dafür schon mal ein Like da. Und okay, so gut, wir haben jetzt unsere Waffen weg. Einen Schlagstock haben wir noch, aber scheiß drauf. Und so, dann Geld haben wir auch noch $77. Weniger konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr erreichen, aber scheiß mal drauf. Und dann Minimap müssen wir noch ausschalten. Ihr seht gerade hier live die Vorbereitung immer bei uns bei Hunger Games. Was hat denn mein Charakter da im Gesicht, Alter? Anzeige. Das sieht ja aus wie... Anzeige ist auch weg. Also guck mal, mein Studio. Ist auch noch weg. Ja. Hä, was hast denn du da? Ja, Mann, Leute, ich glaube, mir hat irgendjemand ins Gesicht gekackt oder so. Digga, hast mal die dicken Backen bei mir. Was ist das? Mein Charakter sieht richtig hässlich aus, oder? Ich glaube, ich habe... chinesische Oma, Alter. Ich glaube, ich habe den hässlichsten Charakter von allen. Jemand ins Gesicht gekotet, Leute. Ja, Mann. Nein, ich habe eine Krankheit, weil ich euch gesehen habe. Ja. Merk mal wieder, was für ein ekliger du bist, ey. Achso, warte, ich muss noch Waffen noch wegwerfen. Ja. Da, gleich geht's los. Ey, beeil dich mal, der Countdown läuft schon. Wir haben jetzt schon weniger Zeit. Halt deinen Waschmund. Und da kommt die erste Donation für heute rein, Mann. Alles klar. Kawaii, 5 Euro, Dankeschön dafür. Digga, Hallo? Hallo! Alles klar, mein Charakter hat keinen Bock auf Hunger Games, will einfach wegfliegen. der geht wieder. Fuck, jetzt hab ich die Donation nicht gehört. Ja, ich soll dich grüßen, du heißt Nico. Okay, Gruß geht raus an Nico, Bruder. Ich hoffe, ich hab das richtig gehört, aber ich lese die Donations eh später nochmal alle vor. Aber auf jeden Fall, danke für die Donation, Digga. Freu so. Bam, Vorsicht, jetzt nicht in die Waffen ranrennen. Okay, also wollen wir starten? Sonntag, Hunger Games. Heute gibt's eine Special-Folge, ich bin zusammen mit Brux in einem Team. Oh yeah. Oh je. So, warte mal, wer ist denn hier überhaupt Weiß Studio von den ganzen Charakteren? Die geilste Olle von den dreien. Also da musst du mich gleich moven, Philipp, ne? Da musst du mich gleich moven. Ja, ich move dich gleich. Ja, move dir dann, macht dir dann alles? Ja, ja. Ey, neuer VIP-Strohhut-Pirat. Sollen wir dann loslegen? Okay, wir müssen loslegen. 20:30 treffen auf dem Mond, chill, ja. Weißt du, du weißt, welchen Plan wir machen? Ja, keine Ahnung, was die da noch sappeln, Alter, das sind. Wollen wir direkt zu dem lilanen Wagen, Digga? Haben? Wie spät haben wir's? Ja, mach hin, wir müssen hin machen. Ja, okay. Komm, go, wir holen uns beide schon den getunten Wagen. Wuuuuh, das geht ab, Hunger Games! Du bist fast gestorben. Ey, ich stehe schon wieder so viele Dosen, Monster, ich weiß gar nicht, ich komme hier gar nicht mehr ans Soundboard ran. Ja. So, ja, Strohhut, Piraten, entweder. Willkommen. Ah ne, wir können es verkaufen, Als neuer VIP, Bruder, freut mich. Und es wird. Ich sag dir, die werden auch direkt sofort dahin gehen. Ja, ja, klar, kann man die sofort dahin gehen. Freunde, es wird übrigens nächste Woche eine Special-Folge Hunger Games gehen. Und zwar ein Gun Running Special. So, und dieses ganz schnell einen Wagen finden, Digga. Ja, hat Simeon schon geschrieben? Mein Kollege hat leider noch nicht geschrieben. Nee, Simeon hat leider nicht geschrieben. Oh, ich habe jetzt mittlerweile Fahren 80 plus hier. Also, das heißt, Leute, wenn man 80 plus fahren hat, dann hat man überall Vorfahrt. Quasi, dann bist du 80 Jahre im Auto. Und ab 80 Jahren hast du einfach überall Vorfahrt, das ist das Gute, ne? Deswegen wünsche ich, dass ich sehr alt werde. So, okay, ich bin mit dem Motorrad jetzt unterwegs und fahre jetzt ganz schnell dahin. Mit Motorrad, ich hoffe, du bist umgekurvt, ey. Ja, ich hoffe, du bist umgekurvt. Was holen wir uns für Waffen? Wollen wir irgendwie... Schauen wir nachher mal.
Jetzt erstmal ganz schnell hin, Alter, bevor die Pimmel. Ja, dann lass direkt. Ja, ich denk mal, wir sind eh früher da, weil die waren ja noch oben gewesen. Ja. So, ich bin schon da. Schlecht. Ich werde mal gleich das erste Auto nehmen. Du fährst einfach dann nochmal rum und nimmst das zweite. Ja. Ab 24. Hier ist ein gelber, Digga, aber der bringt nicht so viel. Der bringt nicht so viel. Der lila, der bringt mehr. Ja, der bringt aber auch 17. Ich nehme den jetzt einfach. Ja, scheiß drauf. Dann nimm den gelben und dann fahr ich schon mal hier eine Runde. Genau, dann fahr du eine Runde. Das ist jetzt die paar Tausender. Das wäre echt heftig, Mann. Das heftig. Vielen, vielen Dank, Kingske Zero haut auch gleich Superstat 5 Euro raus für den Tune-Wagen. Willst du damit meinen Wagen tunen, Digga? Willst du mit den 5 Euro etwa hier mit dem Lost Hunters Custom zu dem Paulberger sagen, Bruder, tune mal den Wagen? Wenn du das machen würdest, so. Kingske, dann nehme ich die 5 Euro auf jeden Fall dafür. Vielen, vielen Dank für die Donation. Es freut mich sehr, dass du hier die Funktion des Superchats erfolgreich genutzt hast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Holy moly, aus dem Weg. Oh. Hey, hier sind so viele Autos, komm, muss eins sein. Ich habe vorhin schon gesehen, dass einige Leute... Das magst du. Ja, ja. Ich habe Kopfgeld übrigens. Ich habe einige Leute schon gesehen, dass die gerne möchten, dass wir Freitag der 13. spielen. Morgen gibt es Freitag der 13. Ich weiß noch nicht so richtig, wer dabei ist. Und 15.000 Dollar. Hä? Oh, hinter mir ist Weichstudio oder so. Ich habe 15.000 Dollar. Ich glaube, der Lilane bringt nur 17.000, ne? Kann das sein? Ey, Weichstudio will mich umbringen, Alter. Wie? Ja, hat der Lack gesoffen? Ich will vom Motorrad runterrammen. Ja, pass auf. Ich habe doch gesagt, Motorrad ist gefährlich. Ja, der Pimmelberger, Alter. Holy moly. Der fährt jetzt beim Hintern, Digga. Er hat richtig Bock zu schnuppern. Umfahren. Nicht mit mir, Digga. Er will richtig schnuppern bei dir. Ich glaube, Simeon hat gerade geschrieben. Gucken. Nee, Simeon hat nicht geschrieben. Aber hier spawnt der gerade kein neuer Wagen. Was magst du jetzt die ganze Zeit? Schild, der Idiot, Alter. Kingskill Zero, vielen, vielen Dank. Spawnt euch vor seiner Nase. Ey, soll ich mich da. Pass mal auf, die haben noch keine Waffe, ne? Ey, bleib mal da. Nee, ich hole jetzt eine Waffe. Dann meinst du, wie schnell die da weg sind? Ja, ja. Pass mal auf. Waffe, der jetzt. Bleib mal da stehen, da ist kein Wagen spawnt. Du musst stehen bleiben, da ist kein Wagen spawnt, okay? Ja, aber die stehen da eh, Digga. Da wird eh keiner. Ja, ja, aber du musst trotzdem. Nein, fahr nicht rum. Fahr nicht rum. Die dürfen keinen Wagen kriegen. Guck mal, die haben sich normal geschnappt. Der eine hat sich normal geschnappt, so ein Schwarzer. Oh mein Gott, sind die dumm, Alter. Die sind ja dümmer als die Polizei erlaubt. Vielleicht fährt er damit jetzt nur die Runden, ich weiß nicht. Ja, warte, ich fahr direkt zum Ammunition. Ja, er fährt damit die Runde, Digga. Hab ich fast umgebracht, Digga. Ja, ja, pass auf. Das war kein Magenspawn. Sehr wichtig jetzt. Das ist eine. Digga, wenn wir die Taktik durchbringen und dass die sich da gleich verpissen müssen, weil ich eine Waffe hab. Ja, komm ganz schnell, die sind hier beide. Ja, ich muss mir das eine Waffe kaufen. Ich beeil mich. Die machen richtig, Digga, die Pimmelberger. Ja, ja, pass auf, dass sie nicht umkarren. Die sind beide hier, Mann, die Pimmelberger, Mann. Ja, pass auf, du. Wie gesagt, die dürfen keinen Wagen bekommen. Ich hab hier ein Motorrad, ich komm mit Motorrad und mach Drive-By. Pass auf. Ja, okay, mach Drive-By, Digga. Okay, schon mir direkt Mikro-MP und Sturmschrotflinte. Die sollen sich jetzt mal verpissen, Alter, die Idioten. Okay, Mikro-MP ist da. Der Wagen spawnt nicht dank denen. Ja, ja, ist geil, das ist doch gut, Mann, dann kriegen die keinen Wagen. Aber ich krieg auch keinen. Ja, ist doch egal, wir holen dir gleich einen Wagen. Die hauen doch gleich ab, wenn ich komme, Mann. Wenn ich da Rambazamba mach, meinst du, wie schnell die weg sind? Ja, mach Rambazamba richtig schnell. Digga, ich mach so Rambazamba, die wissen gar nicht, wo hinten und vorne ist, Mann. Drive-by mit der Uzi, ja, Mann. Digga, pass mal auf, die denken sich jetzt so, oh, ja, wir können warten jetzt hier, bis ein Wagen kommt. Und dann. Leute, jetzt gibt's Drive-by-Action. Wir werden Hunger Games schon in den ersten Minuten entscheiden. Danke, Sebastian, für die Gewinner Helfen. Des heutigen Sieger-Livestreams heißen O. Brooks und O. Standardskill. Und Ojemine. Oh, Standardskill. Ey, Digga, der haut hier Kingskill Zero noch 2x 5 Euro raus. Superchat. Vielen, vielen Dank. Er gönnt sich richtig, Digga. Bruder, Junge, was ist da los? Ja, ich hab einen Niederländer. Halt, pass auf, bleib noch da. Bleib noch da. Die dürfen keinen Wagen kriegen. Ah, ich hab aber Sterne jetzt, das ist das Problem. Ich hab auch Sterne, das ist das Ding. Wo sind die denn? Die sind gerade nicht mehr hier. Die sind, glaube ich, unten beim Standards Customs gleich, weil die sternlos werden wollen. Haben die auch einen Wagen? Ja, aber fahr da ganz schnell hin. Ich fahr jetzt schnell zu Los Angeles Kassen und verkaufe und hol mir auch eine Waffe. Ja, haben die einen Wagen oder was? Also auf jeden Fall hat er keinen Niederländer. Aber der hat einen Wagen gehabt. Also wir haben jetzt beide wenigstens schon mal einen, Digga. Ja, ich fahr hin, ich fahr zum S Customs. Okay, gut. So. Oh, du! Aua, jetzt hab ich hier gegen dieses scheiß Mikrofon angeschlagen. Der ist ja aus Platiniumstahl oder so, Leute. Ach, Digga, wisst ihr, wie schwer 17K, der ist? Mann. 17 fucking K, Digga. Ich bin mein LS Customs. Ja. Oh, das bist du! Oh! Junge! Okay, lass da schnell oben hin. Die wollen uns immer noch den Wagen holen. Ja, ich dachte, die sind da nicht mehr! Doch, die sind nur kurz weggefahren. Ach so. Geh da jetzt schnell hin. Warte, wenn jetzt gleich. Hier noch mehr, ne? Doch, hinter mir ist gerade einer reingefahren. Hinter dir ist einer reingefahren? Ja, aber die sind. Wollen bodenlos werden. Da bist du jetzt noch keine Waffe, ne? Ich hab keinen Bock, dass einer den bekommt. Ich fahr einfach den Wagen nicht kaputt. Ja, fahr den einfach reinfahren. Wenn die kommen, dann fahren wir rein. Ja. Und die schießen kaputt, Und schießen ab, probier ich natürlich. Schießt die Reifen und so kaputt, Digga. Ja, wenn die ja. Team-Fahrzeug haben. What do you need exactly?
Aber jetzt spawnt gerade keiner mehr. Oh, was? Okay, okay. Da hat er direkt schon Max getötet, Digga. Hä, wie ist das passiert? Digga, ich bin da lang gefahren, er ist da lang gerannt und ist vor mir, vor mein Auto gerannt. Nein. Doch. Hä, der zählt aber nicht umfahren. Dann machen wir so umfahren. Digga, das geht. Zählt nicht. Umfahren zählt nicht, Digga. Digga, ich fahr da lang, Digga, seh da nur ein See. Ich hab noch nicht mal gelenkt, Digga. Er hat einfach direkt vor mein Auto. Ich muss so lachen, Digga. Ich hab gesehen, ich lauf um die Ecke, auf einmal. Ja, Digga, machen wir einfach ganz normal weiter. Warte, Brox hat gerade geschrieben, umfahren zählt nicht. Nee, Digga, machen wir ganz normal weiter, Digga. Okay. Ich dachte gerade. Oh mein Gott, was war das gewesen, Junge? Ich fahr da, ich dachte so. Ja. Ja, guck mal, hier ist noch einer. Der ist kaputt gemacht. Nee, das ist kein. Der hat die Lila. Ey, ich. Oh mein Gott, Junge. Ey, hier, ich hab schon Dings bekommen. Nachricht für Simeon. Ich werde zu Simeon jetzt fahren. Ja, ja. Simeon hat Nachricht. Wenn ich einen Wagen brauche, dann kann ich schon mal suchen. Okelet. Diesen FQ2. Ocelet, ja, ja, diesen F62, diesen mit diesem coolen Frontkill. Der ist einfach zu finden und der ist auch richtig viel wert. Ja, der ist 12.000 wert. LOL. Ey, das war. Das war wirklich gerade viel. Oh, und da hat hier Dings noch rausgehauen. Oh mein Gott, Kingskill Zero haut hier nochmal 10 Euro Superchat raus. Vielen, vielen Dank, Kingskill Zero, für die Superchat-Donation. So. Bruder, du bist verrückt, der hat gestern schon so viel rausgehauen. Anmachen, aber ey, das war gerade. Ich fahr da einfach so lang, weil du gesagt hast, okay, die sind da vielleicht. Ich mähe ihn einfach um. Ich hab noch weiß, das Wagen, habe ich so Polizeimanöver gemacht, dass er noch Dingens. Nicht so viel Geld für den Wagen bekommt. Oh mein Gott. Diesen FQ2, wo ist denn der? Ich brauche diesen Oculet F620, Digga. 620 brauche ich. Der steht hier meist in diesem Reicheviertel. Ja, ich weiß, ich meine. Ich such den gerade. Ja, aber es wäre auch zu langweilig. Ja, heute ist Team-Version. Genau. Ja, es wäre auch zu langweilig, wenn Max jetzt schon tot wäre, Freunde. Dann könnten wir. Ja, das wäre auch zu langweilig. Direkt den Stream jetzt beenden. Weil direkt 2 gegen 1 und wir wissen, wo er ist und so. Und ich musste ja nichts machen, ja. Der Paul Berger rennt mir einfach ins Kfz rein. So, wo ist das Auto? Ich guck grad hier vor dem. Ah, hier ist er nicht gerade. Und diesen Landstalker können wir auch noch. Ich weiß aber nicht, ist das der Landstalker? Ich glaube ja, ne? Bis jetzt habe ich noch keine E-Mail. Oh, ich doch E-Mail bekomme, ich Idiot. Doch, wir kriegen alle eine E-Mail zur gleichen Zeit eigentlich immer. Ja, aber die hatte ich anscheinend schon lange. Ich habe den Landstalker. Ich verkaufe einfach den Landstalker, ich habe ja alle Waffen. Weißt du? Ja, stimmt. Ich suche noch einmal kurz hier in dem reichen Gebiet den und wenn ich den nicht finde, dann. Ich verkaufe den Landstalker und kaufe ihn dafür einfach. Aus? Hä? Wie sieht der Landstalker aus? Das ist so ein Familienkutsche, so ein Van, der bringt auch richtig viel, glaube ich, weil der SUV okay. So. Okay. Den siehst du schon. Kingskill haut dir nochmal 1 Euro raus, danke Kingskill. Man sieht nicht alles vom GTA, Prozent, wieso sieht man nicht alles vom GTA? Ist hier irgendwas verkunst, Digga? Ich weiß nicht, ja, eigentlich müsste alles gut sein. So, wir werden schnell zum LS Customs fahren. Dann werden wir uns auf den Weg machen zu Simeon. Ich denke mal, wir sind halt relativ gut in der Zeit. Ich und Brock sind da schon sehr, sehr gut. Ausgestattet. Ah, wie wollen wir die Taktik machen? Wollen wir Taktik machen hier mit Helikopter fliegen, jemand oder? Oh, einer hat mich geschossen. Ach, das war ich, Digga. Oh. warte, so sah der Landstalker aus? Warte, ja, so sah der aus. So wie so eine hässliche Familienkutsche, die sich kein Mensch kauft, Alter. Also sich kein junger Mensch kauft. Okay. Aber der Reichenwagen, dieser FQ2 der ist. Der Countdown ist weg. Sorry, Leute. Hier ist der Countdown. Weil das Ding ist, wenn ich hier Dings mache, warte, wie sah dann muss ich wieder so machen. Ein langer SUV. Ja, das ist so ein hässliches Auto. Das ist so der Multipler in GTA, so weißt du. Ah, okay. Hä, hab ich nicht genug Geld? Warte, nein! Will er auch den Dings haben? Du markierst nicht genug Geld, oder? Soll ich dir sagen, wie viel mir fehlt? Wie viel? $40 oder so. Diese kleinen. Oh, Fisse. Ja, kill einfach rein. Ja, ich kill jetzt einen dann. Ma, das gibt's doch nicht, Freunde. Das ist doch ein Witz, Alter. Ich fahr noch einmal kurz rum und wenn er jetzt nicht der Wagen ist, dann holen wir uns diesen Landstalker. Und Freunde, ich hab hier heute noch gar keinen Hashtag Sieger-Livestream im Chat gesehen. Was ist hier los mit dem Hashtag Sieger-Livestream? Also, langsam reicht's mir hier. Irgendwann werde ich deswegen auch noch die Polizei informieren. Okay, also anscheinend ist diese FQ2 nirgends zu finden, was echt schade ist, weil ich am Anfang welche gesehen habe. Natürlich schade, Alter. Ich hätte gerne den Wagen verkauft, weil der bringt so 12.000. Gucken wir mal schnell hier beim Bahama Mamas, da war auch ab und zu mal. Ja, $11 hat der kleine Fischer dabei. Ah, das. Ich fahr nochmal kurz mit dem rum einfach dann. Warte, Leute, wir robben mal schnell den Laden aus.
Raubt man da schnell einen Laden aus. Das Problem, ich habe Simeon von angerufen. Ich voll Idiot, hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich doch genug Geld gehabt. Aber lass mal dann zusammen, such dir mal auch mal deinen Wagen und lass zusammen zu Simeon fahren. Ja, genau. Weil nicht, dass die da auch schon rumpimmeln. Ich habe jetzt, wie gesagt, Mikro-MP schon. Kimmel, ich habe leider noch keine, sonst mach du Mikro-MP und ich hole mir nachher. Ja, ich habe Sturmschrot und Mikro-MP jetzt. Ja, okay, das ist schon heftig, der. Ja, ich bin ja krass. Gott, ist hier vielleicht der. Ich hab ihn! Den Landstalker? 12.000er Wagen. Den 12.000er Wagen. Den Oculette oder wie er heißt? Ocelette oder Moculette oder? Oh ja, FQ2 Ocelot oder so. Okay, das ist. Du musst schnell zur Tünenwerkstatt. Nice Sache, Leute. Hier ist der LAN, hier ist der LAN. Ich muss dich ausrauben. So, Katharina, was geht? Ich muss den scheiß Powerberger LAN hier ausrauben. Guten Tag, ich möchte ihr. Die Polizei macht Stress, Alter. Ganz nach Hause gehen. Feierabend, Leute. Hey, hier steht noch einer. Hier steht noch einer. Ja, dann warte, ich komm schnell zu dir. Ich muss aber schnell die Bullen loswerden. Aber wenn ich mit dem rumfahre, werden wir den noch einen finden. Ja, ach, der scheiß da drauf, scheiß da drauf. Ich hab doch den. Der ist 12.000, Digga. Dann kannst du nachher vielleicht noch was Heftiges holen. Ja, ich hab. Wie Geld hast du denn grad? Ich hab jetzt so 1200. Ich rufe jetzt Lester an, habe ich. 1000 noch dazu, Digga, ist eine AK oder so. Ja, ich muss schnell zusehen, dass ich ins Dings komme. LS Customs. Weil ich gerade 3 Sterne habe, weil ich gerade Laden überfallen habe. Also ich fahre jetzt erstmal zum LS Customs. Warte, einer meint, mach die Taktik, dass einer mit dem Heli Ausschau hält und der andere unten ist. Ja, das ist eigentlich, aber das ist so gut. Ja, ja, die Taktik hatte ich ja schon mal mit Weißstudio gemacht. Die irritiert richtig, dass. Oh mein Gott, die Cops rasten hier schon wieder richtig aus. Das einzige Problem, was da ist, dass wenn der Einzelne, der unten ist, überrannt wird, dass da Arschkarte ist, weißt du? Aber ansonsten ist die Taktik gut, weil die richtig irritiert so. Einer meint, Max und Chris haben gar nichts. Ja, die sind auch, das sind auch Powerberger. Das ist eine Karabiner, aber die Karabiner ist nicht so gut. Nee. So, also wollen wir jetzt zu Simeon? Ja, warte, ich muss, fahr grad zum LS Customs. Treffen wir uns bei LS Customs. Okay, warte, ich guck sonst nochmal für dich, ob hier irgendwo so ein Wagen rumsteht. Ja, wenn nicht, dann ist egal. Ich hab jetzt ein Hier ist direkt einer vor LS Customs, komm her. Ja, warte, ich komme. Warum hat... Komm schnell. Ja, das ist aber nicht lustig. King Skill, das ist aber nicht lustig. Ja, warte, ich muss nur schnell Cops abhalten. Ja. Ich muss ihn jetzt erstmal hier irgendwie. Stehen so bleiben, du Frau! So, Team Finanz Christus her, für die 2 Euro Superchat. Wo steht denn? Hier, ich bin hier. Wo bist du denn? Ja, ich bin direkt hier davor. Fast davor. Hey, ich bin auch hier. Welche Seite? Links, rechts? Polizeistationkreuzung. Hä? Polizeikreuzung. Da bist du ja, so. Hier, direkt hinter mir. Direkt hinter mir. Siehst du das? Den Wagen hinter mir? Nee, ich seh dich gar nicht. Digga. Der hier. Hey, hier. Ach der, da steht er doch. Ach der, ja. Geil, Digga. Ja, stimmt. Schnapp ihn dir. So, ich hast du schnapp beide direkt teure Wagen. Ja, Mann. Geil, Mann. Ich muss hier schnappen. Das bin ich, Digga, du Idiot. Ach so. Ich wundere mich gerade, hä, wo steigt der denn da ein? Fahr ich jetzt mit einem NPC mit oder was ist hier los? Oh, so, Mann, Freunde, Alter. Wir haben den Wagen. Den werden wir jetzt erstmal umtunen. Lackieren oder beziehungsweise umlackieren. Und dann werden wir auch direkt zu Simeon fahren. So. Zack. Wir sind gut, wir sind echt halt gut richtig. Warte, wir sollen unsere Tagesziele nachschauen. Vielleicht kriegen wir da auch noch Geld, meint einer. Ja, ich glaube nicht. Guck mal. Das Tagesziel ist meist mit irgendwo anders. Letztes Mal hat mir nur eins gefehlt. Ja, das ist immer so, das meiste, weißt du? Nimm mal einen Capture, ja, gut. Ah, schon vorbei, Digga. Ja, das ist halt immer kacke. Oh, die Bullen sind hier. Ja, ich fahr jetzt trotzdem raus. Okay, Bro? Ja, ich denke mal so, dass die anderen da in der Nähe sind. Deswegen lass dann sofort Simeon. Ja, ich habe, glaube ich, noch keine Wagen. Ich bin hier. Warte, pass auf. Ja, bloß nicht rammen jetzt. Simeon. Hast du dein. Du kleiner Pisser, willst du mir schon ein Auto reinfahren oder was? Ich ruf die Bullen. Okay, fährst du vor oder soll ich vorfahren? Ich fahr dir einfach hinterher. Okay. Wer zuerst da ist, Digga. Hey. Ich dachte dir gerade, die wollen mich hier austricksen, die kleinen Laternen. Ich dachte, ich fahr gegen, ja. Diese Coins bringen für Giveaways nachher was. Weil du dann damit VIP-Ränge bekommst. VIP Gold, Bronze und so. Kriegst du halt meistens, wenn du den Stream schaust. Also jede 5 Minuten kriegst du 10 Stück. So. Oh. Ey, ja, kleinen Schrammel rein. Du musst Simeon wieder rausmachen. Aber ich glaube, das juckt Simeon nicht. Nee, das juckt ihn doch. Ich weiß aber nicht. Also, ich bin der Meinung, wenn der Doll kaputt ist, ich weiß nicht, ob der Abzug gibt. Bin mir selber nicht aber sicher. Wollen wir es ja nicht auf die riskieren? Nee, ich würde es auch nicht riskieren. Ich gebe mal lieber einen heilen Wagen. Können wir ja gleich sehen. Aber ich glaube, der Unterschied ist also gering. Ein paar hundert Dollar, glaube ich, ist der Unterschied. Aber ansonsten ist, relativ gleich. So. Also sieht cool aus von vorne, finde ich. Der sieht aus wie so ein Maserati. Ja, auf jeden. Ja, ist auch ein Maserati. Ja, okay, gut. Aber wo fährst du denn jetzt lang? Ja, Digga, ich fahr hier und dann über die Brücke da hinten. Jo. Ich hatte gerade. Oh ja, yeah, der kriegt direkt dickes Geld, Mann. Los Santos ist halt in Nebel gehüllt. Warte, wenn ich den jetzt verkaufe,
Dann habe ich fast 30.000. Und ich habe noch keine Waffe. Ja, ich habe. Warte mal. Ich habe ein Mikro-MP. Hier lang. Nice. So. Gut, dann fahren wir direkt zum Ammunition, der hier ist, ja? Ja. Gut, okay, alles klar. Max fährt auch zu Simeon. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die haben noch keine Waffen. Also von daher sehe ich jetzt die Gefahr, dass sie uns da abfacken werden bei Simeon, nicht so groß. Die werden eher abhauen vor uns, Leute. Ja. Von daher. Ich mir vor, hier ohne Karte rumzudüsen, Alter. Ja, man kennt mittlerweile schon die Wege, das ist einfach so overpowered. Ja. Das ist wirklich schon so krass, Leute. Ihr könnt ja mal selber Hunger Games, könnt ihr natürlich auch nachspielen mit euren Freunden oder so. Und fahrt mal wirklich ohne Karte rum. Also man kennt ja schon so alle Orte von aus Los Santos, Alter, ist noch aber ohne Leben Karte hier, ne? Ist nochmal ganz anderes Level so, weißt du? Das ist Next Level Shit, Amina. Boah, wie das hier bei den Containern aussieht. Boah, mit den Nebel, Leute, das ist heute... Holy moly. Okay, dann lass mich mal kurz schnell reinfahren hier. Ich dich ab, ja. So, okay. Wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Wir sind okay, such dann am besten ein Fluchtfahrzeug, ja? Ich hab 11.900 bekommen. Keine Ahnung, warum okay, so. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, ich hab direkt ein Foto, aber das ist nicht gut. Ich ist egal, lass die nehmen oder erstmal. Ich hab. Ja, aber ich hab einen besseren Wanne. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das. Ich hab 11.900 bekommen. Ich hab 11.900. Achso, ich dachte. Ich glaube, Simeon macht Schiebung, Digga. Ich nehm. Hier einsteigen. Ja, okay. Dann fahren wir direkt jetzt erstmal zum Ammunition. Da brauche ich auf jeden Fall noch. X-Rimex hat einen roten Wagen, ist beim Lost Santos Custom. Ich denke mal, die werden jetzt erst die Fahrzeuge fürs Simeon haben. Ich glaube nicht, dass die so schnell sind wie wir. Wir könnten uns auch relativ zügig auf dem Mount Chiliad heute schon positionieren, ich weiß ja nicht. Ja, das schon, ja. Die Frage ist nur, was wir machen. Welche Taktik? Ja, das ist halt echt schwer. Also Max hat noch keine Waffen und Chris hat schon eine Karabiner. Das ist so der aktuelle Stand. Tageslieder habe ich schon rettet, Max. Die sind nicht so gut, weil... Da die Frage ist nur, welche Taktik wir machen. Oh, noch über gelb gerauscht, Digga. Also. Aber das ist eigentlich schon heftig. Oder doch, lass mal die Taktik machen. Willst du unten machen und ich mach Helikopter? Ja. Das fuckt dir einfach übelst ab. Guck mal, ich weiß das Positioning von dir. Da musst du nur aufpassen. Sonst kaufe ich mir keine Sturm-MP, sondern keine Sturmschrofflinte, sonst gibst du mir die. Und dann kann ich dir irgendwas geben, was... Kann man aus dem Sniper? Nee, aus dem Helikopter. Ja, Sturmschrofflinte ist schon wichtig, Digga, wenn ich runterkomme. Ja, okay, ja gut, falls du... Ja, Sturmschrofflinte ist schon heftig so. Ich kaufe mir auch eine, Digga. Kauf mal auch eine. Okay, ich hol mir schnell Dings hier. Warte mal, ich passe erstmal auf, dass hier keiner kommt. Ja, gut, sehr gut. Ich hol mir deinen Sturm MP, 100.000, zack. Und ich hab mir jetzt noch 18.000, hol ich mir. Boah, das ist richtig OP. Ich hol mir dann diese Dingens für Spezialkarabiner. Zack. Und ich habe noch 3.000, das heißt zweimal Panzerung oder drei. Ja, wir brauchen ja nur einmal. Einer von uns braucht 1.000 für die Munitionslieferung. Das ist noch ganz wichtig. Okay, ich habe jetzt 2.300 noch und hab 3 Panzerungen. Okay, gut. Passt du auf? Ich pass auf, Digga. Ja, ich pass auf. So. Hallo, mein Freund. Möchte bei Ihnen zweite Panzerung kaufen? Ja, ich hab Spezialkarre wieder, ne? Uiuiui, die haut so rein. Sei mal bitte nicht. Die haut so rein. Bitte, kleiner Bauberger. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Ich hab auch noch jetzt 12.000, ne? Snacks, warte, ich guck mal, ob ich noch Snacks hab. Oh, ich muss gleich nochmal vielleicht ein paar Snacks kaufen. Okay, vielleicht auch nicht, Digga. Ich hab 40 Stück oder so. Ja, Mann, Spezialkarabiner Headshot regelt richtig. Ja, was soll ich machen jetzt? Bitte. Was soll ich da kaufen? Ich hab 12.000 noch. Okay, probier mal den Revolver zu holen, der soll voll gut sein. Diese 50er, oder was? Die 50er Kaliber? Nee, der Revolver. Nee, dieser Revolver, der soll richtig abziehen. Wenn du dort auf Entfernung gehst so, und einmal kurz piekst und dann schießt, ist glaube ich gar nicht mehr so schlecht. Genug Mannstoppwirkung, um einen Turbis nach so einer Aufzeit und genug Gewicht, um es totzuschlagen, wenn die Munition... Oder soll ich... warte. Was ist? Ich hab gerade überlegt, ob ich Dings hole. So, Panzerung wird immer angezeigt. Soll ich Tränengas kaufen? Dürfen wir es benutzen? Eigentlich schon, Tränengas. Gut, haben wir nicht gesagt, dass man nicht benutzen darf. Dann hol das mal. Wir haben gesagt, keine explosiven Sachen. Okay, dann könnten wir, weil wenn Max wieder unter diesen Dings da campt. Ja, in einem Haus, ja, können wir hier. Genau, dann schmeißen wir einfach Tränengas hin. Dann kaufe ich Tränengas. Ja. Tränengas hatten wir nicht gesagt. Aber lass halt nicht im Haus hin, weil da dann die Munition zu bringen. Ich kaufe rund 25 Tränengas. Wir können den ganzen Berg einräuchern. Nee, wir werden die sowas von räuchern, Digga. Dass wir die nach essen können. Perfekto, Mann. Ah, was kaufe ich noch, Freunde? MP. Ja, MP. Ich brauche keine MP. Ich habe Sturmschrotflinte. Der hier in Rot, der guckt mich komisch an, das mag ich nicht.
Und dein Rot, Alter, der ist ein bisschen auffällig. Warte mal, vielleicht kaufe ich noch was für das Sturmschrottflinte. Genau, das ist 2 vs 2 Hunger Games. Oh, ich glaube, ich kaufe noch ein größeres Magazin für die Sturmschrottflinte. Kann ich doch kaufen? Nee, kann ich nicht. Ich kaufe noch einen Griff einfach. Ich kaufe einen Tipp. Ein Griff? Ja, ich kaufe noch einen Griff. So. Und den Rest behalten wir einfach für Munitionslieferung. Ich habe eigentlich alles. Könnte man theoretisch eine Minigun holen? Ja, theoretisch schon. Und man kann leider kein Gelb geben in GTA. Sonst könnte man einer macht Minigun, Digga. Und rammt richtig rein. So, okay. Gut. Ich fühle mich hier langsam unsicher. Lass mal gleich los. Ja, Digga, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Okay, bin ich mal gespannt. Warte, ich geh mal lieber ein bisschen hinter. Wie findest du mein neues Oberteil, Digga? Sexy, Alter. Ganz schön viel Ausschnitt, wa? Digga. Guck mal, weil er läuft doch wie so ein Behinderter. Ich nehm das auch dir. Ich seh aus wie so eine Kampflesbe. Jo, nimm das. Das heißt, ja, gerade das Zeug ist nicht erlaubt, Freunde. Richtiger Lacoste-Anzug habe ich jetzt an. Warte mal, ich habe ich jetzt alles. Also ich habe jetzt Tränengas, Sturmschrot und Sturmschrot also mit Griff. Also wir müssen zusammenbleiben. Ja, ja. Lass mal zum Dings fahren. Zum zum Krankenhaus. Und da hole ich jetzt einen Helikopter. Krankenhaus. Ah, gut, okay, lass rein. Ich überlege gerade, wo das Krankenhaus ist. Das müsste. Direkt hier links, glaube ich, jetzt gerade. Ja, aus. Und dann rechts irgendwann. Ich guck, Max ist gerade zum Hafen. Sogar. Pass mal auf, soll ich da mit Flugzeug. Wollen wir mal kurz beide mit Flugzeug fliegen und wir holen uns dann später ein Auto? Dann können wir die noch. Ja, Leute, schreibt mal. Ne? Ja, dann können wir sie ausspähen. Ja, lass einen Flughafen, lass einen Flughafen. Okay, ich bin ja letztens mit Titan hin. Meinst du, wie das abfuckt, wenn wir die ausspähen? Ja, die können halt nichts machen. Die können nichts machen? Nein, gar nicht. Und überleg mal, die können keine Waffen kaufen, weil die müssen jederzeit Angst haben, dass wir runterkommen und sie abfacken. Ja. Leute, die werden gleich so Paranoia schieben, glaubt mir. Das ist Psychotaktik, ist das. Das ist. Aber wir nehmen 2 Flugzeuge, oder? Falls einer drauf ist. Ja, nein, nicht Hubschrauber. Ach, Hubschrauber, ah, okay, gut. Oder nicht? Keine Ahnung, wir können auch Flugzeuge nehmen, aber nee, Flugzeug ist zu gefährlich, Mann. Wenn ich damit. Ja, okay, dann nehmen wir. Springst du hier runter? Ich fahr ganz langsam. Warte. Wenn wir ein Cargo finden, können wir Autos auf die raufwerfen. Das wäre auch geil. Lass mal, wenn wir deinen Cargo finden, den mitnehmen. Ja, warte mal, fahr du mal zum Flughafen, ich fahre jetzt zu dieser anderen Stelle. Ja, okay. Ja, wenn das klappt, ne, wenn ich gleich einen Cargo finde, dann können wir Autos auf die raufwerfen, auch mit Chilias. Oha, das wird zu OP. Ja. Aber wenn die raufschießen, die können auch raufschießen, das ist das Problem. Dann müsste einer. Das explodiert nicht so schnell. Ja, aber einer. Aber Cargo-Bot explodiert relativ schnell. Ja, aber du kannst da ein bisschen höher fliegen. Entweder triffst du oder triffst du halt nicht. Nee, pass mal auf, weißt du, wie wir das machen? Das fuckt richtig ab, sag ich dir, so wie es ist. Wir werden, einer wird unten sein. Hier ist aber gerade kein Cargo-Bob. Pass mal auf, du wirst Bodenkampf machen. Und ich werde mit dem Cargo-Bob immer die so abfacken. Werd immer so mit Auto an die langfahren und so, weil das ist ja richtig heftig. Ganz unten musst du hinfliegen und wieder einen holen, das dauert richtig lange. Wieso? Wir können auch gleich mit Dings hochfliegen. Ich kann auch gleich mit Dings Auto hochfliegen. Ich lass das Auto dran und dann kann ich die so wegstoßen. Und dann weiß ich, guck mal, dann sind die erstmal so irritiert von dem Cargo-Bob. Und dann kommst du und knallst die weg. Ja. Ja, okay, ich hab hier einen Hubschrauber. Ich nehme mal den Hubschrauber. Ich flieg mal zum. Ich such grad auch noch einen Cargo-Bob. Ich werde mal zum Dings fliegen, zum Krankenhaus, gucken, ob da ein Cargo-Bob ist. Ja, wenn nicht, dann müssen wir auch schnell nach Sandy Shores fahren. Und wenn man an der Seite von mir sitzt, kann man mit dem Waffen rausschießen. Ja, beim Reaper, man ist halt echt ein offenes. Ja, das kannst du vergessen, das ist scheiße. Sobald die eine Mikro-MP, also sobald die eine Karabiner oder so haben, bist du tot theoretisch. Wenn die relativ, am Arsch, Digga, relativ gutes Aim haben. Das, okay, sie fahren. Die Autos vom Cargo darf man da. Die fahren gerade zu Simeon, haben sie gerade gesagt. Hast du einen Kampfbussard? Ja. Fahr mal zu Simeon, erstmal zu Simeon fliegen. Cargo-Bob können wir immer noch holen. Wir haben immer noch 30 Minuten Zeit. Okay. Zu Simeon. Okay. Hier ist ein Cargo-Bob, soll ich den übernehmen? Ja, dann nimm den Cargo-Bob. Warte, ich komm, dann wechseln wir schnell. Sonst nimm du auch noch einen mit, wenn da gleich einer kommt. Nee, da ist ich seh nur einen. Dann. Aber bist du hinter mir? Ja, dann lass mich den Cargo-Bob. Gut, dann nimm du den Cargo-Bob. Aber kill mich nicht. Nee. Flieg du erstmal weg. Jo. Und flieg direkt zu Simeon. Ja, mach ich. Oh mein Gott, Freunde, das ist hier Taktik. Das ist Taktik des Todes. Ich feier so. Das wird zu heftig, Mann. Duo-Folge Hunger Games ist auch richtig geil. Macht mir auch sehr viel Spaß. So, ja. Das werden wir hier absetzen, die Kiste. So, jetzt schnell wollen wir mal zu Simeon, Mann. Ein bisschen und Spaß dann, wir fliegen. Oh, ja. Ey! Nein! Soll ich dir mal heftige Taktik sagen? Ich weiß nicht, ob das geht, aber das würde gehen, theoretisch. Was? Wenn ich ein Auto von denen an Haken rankriege und in Wasser schmeiße. Oh.
Ja. Oder einfach die ganze Zeit mit ihm rumfliegen. Der kann doch nichts machen dann. Ja, aber ganz weit aufs Meer rauffliegen oder ganz weit aufs. Und dann Leute, der Munitionslieferung rufen. Digga, wenn wir das. Ich guck gerade, ob ich hier einen sehe. Oha. Ja, da unten rennt einer. Da unten rennt einer. Okay, okay, pass. Okay, warte. Bei Simeon, ja? Ja, der rennt hinter okay, warte. Ja, ey, wenn wir den Grip kriegen, das wäre heftig. Ah, ich weiß nicht, kann man noch ein Auto während der Fahrt. Ich kann gleich ein Auto suchen. Ja, ja. Was, ich komm schnell. Ramm ihn so weg, ramm ihn, geh mit Helikopter tief. Kann ich nicht, also ich könnte ihn jetzt killen, aber das will ich jetzt nicht so, Digga. Der wird sich wahrscheinlich gleich ein Auto holen. Ja, ich komm. Das Ding ist ja nicht der schnellste. Ja, das Ding ist hier. Immer noch davor. Ja, ja, das Ding ist hier, Bruder, das ist hier, das ist ein 25er Cargo-Bob, Mann. Da kommt der Kuppel, hinten kommt der Kuppel mit grauem Auto. Ja, ja, er fährt gerade rein, ne? Holt er ihn ab? Ne, warte, ich guck gerade, ob er ihn abholt oder reinfährt. Ne, warte, Dings. Siehst du das direkt davor? Ja, ich seh's, Ich flieg direkt ran, okay, Er steigt ein, er steigt ein. Er ist eingestiegen. Okay, was du auch machen kannst, du kannst das Auto, wenn es ein normales Auto ist, kannst du es quasi auf den Kopf landen, dass es explodiert. Ja, Mann! Komm, lass mich mal voll. Dann haben wir die ganze Zeit am Haken bis zum Ende. Denkst du, du schaffst das? Ich weiß nicht, ich muss gucken, ich dürfen wir selber nicht sterben. Ja, stimmt. Warte, ich soll jetzt so eine Straßensperre. Warte, jetzt kann ich probieren, Mach Straßensperre, ja, warte, genau. Ich mach Straßensperre, ich darf aber nicht sterben. Ja, ja, lass, ich bin halt nicht so schnell mit dem Cargo-Bob. Aber lass. Guck mal, die können jetzt eh nichts machen. Ich bin mal jetzt gespannt, was sie machen. Oh, mein Heli qualmt. Ja, warum das? Ich komm, ja. Die sind etwas schneller. Die sind crashed. Ja, ich seh's. Oh, warte, wie du. Digga, hast ja. Ah, das wird schwierig. Aber die müssen irgendwann anhalten. Die verfolgen ja einfach. Kurz weiter. Pass auf die Brücke, rote Brücke auf. Ja. Ah, richtig ist, keine Ahnung. Heli qualmt. Ja, gleich, warte, sonst verfolgst du dir mal weiter. Ja, hol die neuen Heli, ich verfolge die weiter. Dann hol ich mir vielleicht auch einen Cargo-Bob. Ja. Sieh jetzt ganz schnell zum. Nein, hol dir mal einen schnelleren, weil der Cargo-Bob ist nicht so schnell. Ich komm gar nicht hinterher. Ja, aber okay. Ich guck, was da ist. Pass auf, wo die lang fahren, die sind geradeaus, ne? Ja, die sind geradeaus, ja. Noch, ne? Ja, wenn die müssen aber langsam mal hier rechts oder links oder so. Weil das Problem ist halt, wenn die geradeaus fahren, die sind schneller wieder. Du darfst nicht verlieren. Nein. Ich geh jetzt gerade dahin. Ja, die sind. Die fahren jetzt links. Die wollen jetzt hier, glaube ich, untertauchen. Das ist ein schneller Heli, Digga, das ist ein schneller Heli. Okay, ich sehe sie noch. Okay, sehr gut, nicht verlieren. Okay, sie campen hier, die denken, die wollen mich verarschen oder so, die Campfister. Vielleicht wechseln sie jetzt auch Auto, könnte auch sein. Okay, ich komm jetzt, Digga. So. Okay, die. Oh Gott, die fahren ins Wasser. Holy, die sind nicht mehr, haben sich überschlagen, Ja. Ich versuche ihn zu grippen. Ey, auf dem Ding habe ich doch einfach. Hier doch locker keine Waffen, das heißt, ich kann mich nicht abschießen. Das heißt, zur Not, Digga, kann ich so mich da vorstellen. Die haben Waffen. Oder die haben doch Waffen. Die haben Waffen. Nur eine Pistole. Ja, nur Pistole. Ist egal, ist aber egal. Wir verfolgen die. Wenn wir die verfolgen, die werden irre in der Birne. Nein. Okay, die sind rechts rein. Die sind im Tunnel. Rein. Mal gucken, ob die da jetzt. Ja, pass auf, die werden hier vorne wieder rauskommen. Nicht, dass wir die jetzt verlieren. Die werden fliegen. Warte mal. Oder die fahren. Das ist doch hier der Dings hier. Ist das nicht. Die sind ausgestiegen. Wo sind die? Unter der Brücke, sind ausgestiegen. Unter der Brücke. Okay, sehr gut. Warte mal, die Freunde. Die sind auf dem Dach drauf. Okay, wenn du sie siehst, dann ist alles gut. Er schießt auf mich. Ja, scheiß doch drauf. Aber ich mach so, dass ich ihn sehen kann. Wo sind die? Er ist unter der Brücke direkt. Rechts unter der Brücke hier? Er will mich abschießen. Oder er geht gerade zum. Er klaut sich ein schwarzes Auto, ein schwarzes Felter. Schnell, komm her. Ich sehe leider. Er steht da. Warte, scheiße. Sorry. Er hat einen Crash gebaut. Er fährt doch nicht auf die Brücke. Ja, die werden sich aufteilen. Der fährt nochmal unter die Brücke. Ja, lass mal den Felter verfolgen. Damit kann die zum Beispiel die Bullen nicht loswerden. Pass auf, dass du ein Ding zugegen fliegst. Da unten ist noch einer! Da! Wo? Das ist der. Ich hab auch noch einen Cargo gebraucht, Alter. Ja, ist egal. Lass ihn verfolgen, den Schwarzen. Ja. Er schießt auf mich, Digga. Ich glaube, ich muss aufpassen. Er hat ganz schön gut getroffen sogar. Ja, pass auf. Nicht auf. Er fährt wieder rechts rein, glaube ich. Ja, er will da wieder rein. Ja, gut. Fuck, Digga, wo geht's da hin? Ey, die müssen doch mit Auto auf Dings fahren. Auf dem Mount Chiliad. Ja. Ey, fuck, Digga, wo geht diese Röhre hin? Ja, das geht in den Tunnel rein, da gibt's zu viele Ausgänge. Also es gibt theoretisch einen auf dem Highway noch, einen Ausgang. Das ist ja dieser Ziegenmann-Tunnel. Ich guck mal hier auf Weißschild, ob wir den irgendwie sehen. Siehst du den? Warte mal, ich flieg mal zum Ammunition. Ich glaube, Weißschild geht jetzt zum Ammunition. Das kann ich mir gut vorstellen, weil der hat, glaube ich, keine Waffe gehabt.
Aber ich weiß nicht, wo hier ein Ammunition ist. Ich flieg mal zum Dings hier. Warte, hier ist direkt der Ammunition, hier ist direkt der Ammunition. Ja, okay. Warte mal, flieg du mal zu den Ammunition, ich flieg mal zum anderen Ammunition. Weil ich glaube nämlich, der könnte hier auch zum Dings fahren, Richtung Hafen der Ammunition. Weil ich fahre auch mal, weißt du, den Ammunition hin, wo ich mir sicher bin. Nee, nee, der ist ja nicht. Oh, die sind ganz woanders hingefahren. Ah, die haben dich verloren, Digga. Ich hab Beispiel gar nicht mehr gesehen. Ja, ja, aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Da rennt einer weg, runter ist einer weg. Nee, hier ist auch Snacks habe ich genug. Jetzt 20:06 Uhr. Heißt 25 Minuten noch. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Doch, Brox sein Stream läuft, aber der streamt auf YouKnow. Nein, auf Twitch, Alter. Auf Twitch, genau. Auf YouKnow. Wir haben jetzt noch 23 Minuten. Pass mal auf, ich würde sagen, die werden wahrscheinlich Highway fahren. Genau. Wollen wir schon in Richtung? Lass uns Highway stellen. Ja. Oder ich weiß nicht. Lass uns, die werden sich vielleicht einen Helikopter bei Travers Airfield holen. Die werden nicht mit Auto hinfahren. Ich glaube, nee. Weil wir jetzt einen Cargo-Pop haben. Ja, ja, die werden nicht mit Auto. Ich glaube, die werden sich bei Travers Airfield. Die wissen gar nicht, wo das andere ist. Die werden bei Travers Airfield werden sich ein Dings holen. Ja. Irgendwas holen. Okay, sehr gut. Ja, ja, lass dich auf dem Tunnel. Sind in einem Kanal unter der Erde. Ja, die Kanalisation ist zu groß, Freunde. Da brauchen wir nicht hinfahren, weil da gibt es so viele Ausgänge. Ja. Da gibt es den Ausgang von der U-Bahn, da gibt es den Ausgang für die Mitarbeiter. Da können wir vergessen, da brauchen wir nicht hinterherfliegen. Ah, die sind aber in der Kanalisation, nicht im Tunnel. Ja, aber die Kanalisation hat auch richtig viele Ausgänge. Da kannst du ja einmal, da kannst du ja einmal die U-Bahn verfolgen und so. Durchfahren, und ja, den ja, Zug, ja. Stimmt, hast recht. Das kannst du vergessen. Die Max hat anscheinend 9000 Kopfgeld. Die willen sich in Sandy Shores einen Hubi holen, sagt gerade Skyboss. Ja, ja, das sag ich doch, die werden sich einen Hubschrauber holen. Pass auf, Digga. Pass auf, Trevor, nein, ich hab eine Taktik, pass auf. Wir werden uns hincampen. Pass mal auf, ich werde den Cargo-Pop hinstellen. Ja. Auf Travers Airfield. Die werden sich hundertprozentig den Cargo-Pop holen. Hundertprozentig, wenn die sehen. Muss auch so aussehen, dass da gespawnt ist. Ja, wenn die sehen, dass da der Cargo-Pop steht. Nein, ich. Ja. Ja, wie könntest du nicht sagen? Leute, Treffpunkt ist in 20 Minuten. Flieg du mal nach Los. Ich weiß nicht, willst du nach Los Santos fahren, gucken und ob sie. Nicht, dass sie da einen Helikopter holen? Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, die werden sich da keinen holen, kann ich mir nicht vorstellen. Power ist cool, sicher. Ist er? Weiß ich nicht. Ist Cargo auf kugelsicher? Nein, ist er nicht. Cargo ist nicht kugelsicher. Definitiv nicht. Die sind beim U-Bahn-Ausgang. Ja, es gibt nur also viele Skyboss. Warte, ich guck mal kurz hier. Vielleicht kann ich da was holen. Hier ist ein Flugzeug und ein normaler Heli. Flieg mal den normalen Heli. Hier ist Platz auf dem Helipad. Lande sehr mal gut, Cargo. Sehr gut, ja. Weil ich pass auf, dass jetzt keiner spawnt. Dann lande den da so richtig perfekt, so 1A. Seiner gespawnt. Muss auch was. Oh nein, oh. Ja, dann fliegt den weg. Okay. Flieg den einfach dahinter. Die werden sich 100 pro holen. So, ich hoffe mal, hier ist jetzt kein Gangangriff. Die treffen sich bei Travers Flughafen. Okay, da bin ich mal gespannt. Pass auf, ich bin hinter dir. Ja. So, der wird ja wahrscheinlich den nachher wegspawnen oder so. Wir sollen uns in der Nähe vom Cargo verstecken, sagt einer. Pass auf, dass du nicht in die Rotorblätter rennst. Nein, nein. Okay, pass auf. Fliegt das an das Flugzeug weg? Ich warte hier im Busch, Digga. Genau. Also hier sieht man mich nicht, Digga. Wenn die hier kommen, Digga, ich fetze sie weg. Ich habe gerade 2000 in gute Führung bekommen, aber ich kaufe nichts mehr. So, ich stelle das Flugzeug jetzt hier hin. Gehe ich zu den Steinen hier hin. Die wollen. Okay, danke. Alaxari Lachs für 1 Euro. Wenn ich Donation übersehen habe, Leute, ich lese die ganzen Donation nachher vor. Ich habe ich bin gerade im Film, Digga. Ich denke mal, die werden mit Auto herkommen, ne? Warum? Wenn die sich hier treffen. Oh, ich habe mich abgepackt. Meine Dame hat sich abgemault. Wo bist du jetzt? Ich sitze hier im Busch, Digga. Das ist unmöglich, Digga, mich hier im Busch zu sehen. Das ist unmöglich. Ja, warte, das ist echt gut, Digga, im Busch zu gehen. Mach ich auch mal, weil ich bin ein bisschen weiter weg. Ich würde gleich hier denselben. Oh mein Gott, Leute. Lasst mal ein Like da heute für den Sieger-Livestream. Wenn ihr neu seid, Leute, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Heute wird Sieger-Livestream-Geschichte geschrieben.
Okay, heute ausnahmsweise mal schon vor 5000 Likes. Rocket zündet. So. Wir können uns auch einen Hangar stellen, aber ist die, Dingens. Ist zu riskant, könnte gleich ein Gangangriff kommen. Ich könnte in den Flugturm gehen, stimmt, aber es ist zu weit weg, um da rauszukommen. Warte mal, ich muss also, wo bist du jetzt? In welchem Busch? Ich bin hier vorne ganz bei den Cargo-Wurf in der Nähe. Bin auch da, aber ich sehe dich nicht. So, das würde mir jetzt mal, aber die werden bestimmt sagen, so in den Chat bei Max, dass wir jetzt da campen werden, oder? Ich weiß nicht. Den roten Heli weiterfliegen, ja, da muss ich aber auch wieder hinlaufen. Die kommen nicht zu Trevor, wollen sich im Gebiet treffen, wo Standard sonst immer gammelt treffen und dann Helikopter holen. Wo gammel ich denn immer? Keine Ahnung. Digga, wo gammel ich denn immer? Hä? Gute Frage. Sie wissen, dass ihr da seid, gehen aber trotzdem aus der Stadt. Max ein oranges Auto. Ja, dann lass sie weg, oder? Ja, lass sie weg. Okay. Ich nehme einfach den roten Heli. Okay. PUBG-Taktik in den Busch, auf jeden Fall. Okay, wenn Max ein oranges Auto hat, dann sollten wir den schnell spotten. Wollen wir zum Highway? Ja, zum Highway. Ja, wenn wir die jetzt spotten, wenn wir die hier in Sandy Shore spotten, Digga, hier können sie nicht abhauen. Alter, die sind so gefickt dann. Hier können sie nicht abhauen. Freunde, wo sind die gerade? Genau, schreib mal bei mir rein, jetzt gerade hier, die Leute, die über Twitch schauen, weil da habe ich keine Verzögerung. Warte, da sehe ich ein oranges Auto. Ich weiß nicht, wo er das ist. Ich glaube nicht, oder? Nee, das fährt zu gut. Das fährt zu gut. John Philipp, vielen, vielen Dank für den Euro. Du wirst gewinnen, ja, danke. Die fahren nicht zu. Ich gucke, ob ich irgendwo ein oranges Auto ist, Digga. Am besten flieg hoch, dann siehst du nur die Autos, die wo Spieler drin sind. Rechter Highway ist, Chris. Okay. Was hat Chris für eine Autofarbe? Da ist ein oranges Auto. Ich brauche meinen Laden aus. Highway Tankstelle, dann siehst du, glaube ich, ganz rechts. Highway Tankstelle? Dann sind die ganz links. Ich hab GTA einmal für Steam und einmal für Dingsbums Highway. Die sind an der Tankstelle, die sind links, komm hier. Oh mein Gott, dann sehen wir sie gleich. Ja. Dann ist das links. Von denen aus ist ja rechts gesehen, ist ja logisch. Die sind bei der Raststätte. Wenn wir sie gleich haben, ich sag dir, dann haben wir gewonnen. Wenn wir sie gleich gespottet haben, die können nichts mehr machen. Max hat jetzt einen braunen SUV. Okay, sehr gut. Hat ein Mercedes S-Klasse in schwarz. Bei den Windrädern schreibt gerade einer. Ich bin hier bei dem Windrädern. Wegen Verzögerung könnte sein. Guck mal, ob ich die sehe. Ja, aber jetzt schreiben gerade welche bei den Windrädern. Ob das hier nicht gleich hier so an der Highway vorbeifahren. Weißt du, was ich meine? Guck, Ralf. Guck auch gerade. Highway, okay. Brauner SUV. Windräder jetzt schon. Ich glaube, ich sehe sie, ich hab's gesehen. Wo denn, Digga? Bin mir nicht sicher. Hier, ich hab's! Wo bist du? Direkt hinter dir. Ich sehe sie. In welcher Farbe? Der hat so einen braunen SUV. Ja, hier, die wechseln das Auto. Da wechseln jemand das Auto. Er schafft den grauen. Einer rennt weg! Hol dir den. Nee, das ist der von dem vorherigen Autobesitzer. Der ist in dem grauen Sultan. Ja, ich weiß, ich sehe. Ey, Digga, pass auf! Hey! Ja, alles gut. Oh Digga, mein Gott, Junge! Warte, er ist gestoppt, er bleibt stehen. Keine Ahnung, was er macht. Keine Ahnung, was der macht, Digga. Pass mal auf, wir werden jetzt so ablenken, dass sie nicht. Pass auf die Windräder auf, Digga. Ja. Die hauen dich 1KO. Digga. Oh, das ist Aussage. Okay, das ist Max. Hoffentlich explodiert er. Da steht noch so ein Sandbuggy. Das Weißstudio. Ja, verfolg du Weißstudio. Ja. Oder ist das Weißstudio? Ja, ich weiß nicht, ob es Weißstudio ist. Er fährt ganz komisch. Ich werde mal auf ihn einfach so crashen, mal gucken, was er reagiert. Okay, das ist doch nicht Weißstudio. Ich versuch. Du bist noch in der Max, ne? Ja. Digga, ich fühle mich hier wie bei Alarmfunk. Ich fühle mich hier wie bei Alarm für Cobra 11, Mann. Oh mein Gott, Alter. Ja, ist das so ein Aufklärungshelikopter?
Lass ihn crash. Ja, ja. Lass ihn crash. Ja, ich kann aber. Aber guck mal. Ja, ja, ich versuche, ich versuche. Bruder, flieg bloß nicht so dicht in mich rein hier. Das macht mir Angst. Das ist lustig. Weil ich kann mit den Dingen hier nicht so manövrieren, das ist das Problem. Ah, er schießt nur. Er bleibt stehen. Er kann aber nicht geradeaus hochschießen. Er kann nicht geradeaus hochschießen. Pass auf, Digga. Pass auf, jetzt auf. Pass jetzt auf. Er kann nicht geradeaus hochschießen. Ja. Er schießt. Okay, pass auf, er will mich abschießen. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, dass er nicht abkackt, Digga. Qualmt schon. Der will sich das locker gleich ein Heli holen. Keine Ahnung, was er da macht. Er baut Unfall. Geh schnell. Das ist bei ihm Dings, Digga. Da kann ich nicht machen. Er fährt zurück. Aber der fährt unter. Mal gucken, wer da stehen bleibt. Ne, er fährt weiter. Nicht, dass Weichel jetzt schon auf den Berg geht. Wie spät haben wir es? 13. Ich glaube, sind die eigentlich beide drin? Ne? Okay, also Infinity. Endo schreibt mir gerade. Infinity schreibt mir gerade, die wollen zum Ammunition. Das heißt, die haben noch gar keine Waffen. Also nicht so gut. Das heißt, wenn Max ist, der wird locker zu dem einen Ammunition da jetzt fahren. Einfach verfolgen, wir haben noch Zeit. Soll wir haben ich noch da Zeit. Schon mal hin? Warte. Er schießt weiter. Ja, ja, lass die ablenken, lass die. Oder was, Hawaii-Studio? Da ist Max auf jeden Fall drin, ich hab gesehen, er hat zu Jogginghose. Ich flieg zum Ammunition hin. Ja, okay. Oder holt sich jetzt hier links ein Heli. Gut, lass ihn nicht starten! Ja. Ich geh runter. Ah, ich weiß nicht, Digga. Steig aus, schieß auf ihn! Ja, ich schieß. Ey, Auto-Aim ist an, Digga. Ja, lol. Auto-Aim ist an. Den Gunrunning. Er wird abhauen, Digga. Geh lieber raus, Digga, bevor der dich umweht. Er kommt, glaube ich, gleich zurück und will dich umwehen. Ja. Hol den Buzzer. Digga, Auto-Aim ist an, ne? Digga, lass ihn mal beide ran, pass mal auf. Wir haben noch Helikopter. Ja, lass mal auf den Berg, wir noch 10 Minuten. Ja, okay, lass uns mal. Aber wir haben Auto-Aim an, das ist ja richtig scheiße. Ja, dann kannst du es nicht manuell ausstellen? Nein, das geht nur, es ist lobbybedingt. Und die werden ja auch mit Controller spielen, deswegen, pass auf, die werden heute ein heftiges Aim haben. Ja, kein Ding. Alles gut. Ah, das fuck, wir haben ja gar nicht dran gedacht. Ja, ich habe halt Maustastatur, aber. Ja. Ist mit Controller, ich habe Maustastatur besser. Weißt du, bereite was vor, sagt gerade Ranger. Okay, danke, Mann. Ich bin jetzt erstmal hin. Ist im Waffenladen, okay. Das heißt, lass schon mal hoch. Ja. Und dann ist gut. Weißt du, ist gut Platz. Okay. So, ob hinter mir irgendwas ist. Ich sehe einen Heli fliegen hinter mir. Ach, komm auch hoch. Lass schnell hoch und landen. Ja. Wenn wir beide schon oben sind, dann müssen die sich echt gut platzieren. Lass einfach beide auf Heli schießen, irgendwann geht er down. Du hast doch Karabiner, ne? Ja, Spezialkarabiner. Sehr gut, dann schießen wir den Heli schnell down. Ich hab Mikro-MP. Dann lass Heli schnell down schießen. Digga, mit Auto-M, Digga, dann kann ich auch direkt rausschießen. Theoretisch. Ja, Digga, der hat ja auch auf mich geschossen. Ja, okay, stimmt. Ja, den hat der Auto-M auf dich. Roter SUV. Guck mal, ob hinter mir noch der Helikopter ist. Bin mir aber gar nicht so sicher. Roter SUV, okay. Max ist richtig weit weg, sagt der Marker. Danke. Okay, pass mal auf, ich werde meinen hier vorne landen, dass die hier. Lande mal deinen auch hier vorne, dass die hier vorne den nicht abstellen können. Hier vorne. Ja. Pass auf wegen die Rotorblätter. Ja, auf jeden Fall. Ich warte erst, bis die aus sind, dann gehe ich hier erst. Das ist hier mir zu risky, Alter. Zu risky. Okay, wir sind schon mal oben. Wo wollen wir uns jetzt hier platzieren? Ich weiß nicht. Zum Haus, sondern hier irgendwo hin. Schwer zu sagen, Digga. Aber jetzt, die werden ja locker jetzt mit Heli kommen. Ja. Sonst haben wir zwei Seiten, die wir decken können. Sonst, okay, wir sind eigentlich gechillt jetzt hier. Lass mal. Ich stimmt eigentlich hier, guck mal hier. Digga. Ja, Mann. Aber soll ich in so einen Busch gehen? Da vorne, bei den Helikoptern? Soll ich da in so einen Busch gehen? Oder war der hier? Ja, du lutscht mir da ein hier. Kannst du die hier, dich auch annehmen hier? Ich guck grad. Hier kann ich. Was hier? Ah, ist nicht so gut. Doch, das ist gut. Nee, lass mal woanders hingehen. Warte, ich sag gleich was. Lass mal woanders hingehen. Wo? Ich komme mit zwei Helis, sagt Jonas. Okay, sehr gut. Wichtig, nicht bewegen. Wenn die ja, kommen. Wenn der Heli kommt. Nicht bewegen, weil. Auch wenn die jetzt im Chat schreiben. Leute, ihr müsst irgendwas trollen, ihr müsst sagen, wir sind hier in der Dings hier. Ihr müsst sagen, wir sind hier drin. Sag, wir haben Sniper. Genau, sagt, wir sind Sniper und wir sind hier drinne. Im Haus, wir sind im Haus. Schreibt, wir sind im Haus. Ja. Wo wollen wir jetzt hin stattdessen? Warte mal. Ich will Position noch nicht, okay. Weil das verraten die. Die verraten. Ja. Ich will jetzt noch nicht spoilern.
Hi, ich würde sogar. Mit weißen Heli. Oh, jetzt kommt der aber echt, Digga. Die kommen mit einem Heli. Beide mit einem Heli, oder? Ja. Oh, ich sehe sie noch nicht. Ja, pass auf. Ja, du bist runtergefallen? Ja. Der sah absolut komisch aus, Mann. Da kommen sie, ich sehe sie. Vor uns, direkt vor uns. Okay. Echt vor uns? Ja, direkt vor uns. Ich sehe den nicht. Auf 12 Uhr. Ich habe sie gerade gesehen. Die waren direkt vor uns. Ehrlich? Direkt vor uns. Zu Fuß? Ein Jet? Nein, nein, mit Helikopter. Direkt vor uns, guck mal nach oben. Direkt 12 Uhr. Ich visier mal hinter, da. Guck gerade, da blinkt was, da blinkt was. In der Luft, ziemlich hoch, ziemlich richtig hoch. Die sind richtig hoch. Die sind richtig hoch. Ja, nicht, egal. Ich seh's nicht. Die sind richtig hoch, aber. Guck mal, richtig hoch. Ach, richtig hoch? Da blinkt was, ja, die sind richtig hoch. Die sind richtig weit oben. Aber wenn die mit Falschem kommen, Digga, die müssen ja. Wie spät? 8 Minuten noch. 8 Minuten noch. Mir 9. Die wissen, dass ihr hinter dem Stein seid. Okay, wir müssen weg. Nein, wissen sie nicht. Leute, schreibt, wir sind im Haus. Das wissen die nicht, Mann. Die werden uns gar nicht sehen. Hat gerade ein Sub bei mir geschrieben, ich glaube schon. Die werden gucken, dass wir da sind. Habt ihr das gesehen auf meinem Livestream? Ich sehe es nicht. Schein nur ein Stern. Weiß ich nicht. Ach, siehst du, die sind direkt über uns, ne? Da, ja! Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Direkt über uns. Aber ich kann da gar nicht mit der Kamera rein. Die werden locker rausspringen. Lass mal irgendwo hingehen. Lass die auch rausspringen. Wenn die rausspringen, haben die keine Chance. Dann gehen wir beide hin und killen erstmal einen. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Die werden es wahrscheinlich so machen, dass sie Munitionslieferungen rufen. Ja, ja, beim Heli haben wir gesagt, das ist nicht erlaubt. Achso, haben wir gesagt, das stimmt. Aber ich sehe sie, die sind direkt über uns. Lass sie auch runterspringen. Wenn sie runterspringen, dann killen wir sie direkt. Glaub mir, sie können nicht so schnell die Waffe nehmen. Einer sagt auch, die wollen springen. Also sollen sie auch springen. Die werden gucken, wo wir sind. Beweg dich jetzt bloß nicht. Bloß nicht bewegen. Ja, ich muss jetzt schnell zum Baum hier. Bloß nicht bewegen. Ja, ich geh jetzt gerade zu so einem Baum. Hier wollen rausspringen, sagt einer. Ja, ja, lass die rausspringen. Wenn die rausspringen, dann spielt uns nur in die Karten. Guck mal, ob ich die sehe, Digga. Ich sehe sie. Ich hab's genau im Blick. Gut, dann behalt sie weiter im Blick. Ich sehe sie nicht. Ich sag dir, sobald einer rausspringt, sag ich direkt Bescheid. Okay, dann treffen wir uns. Ja. Okay, der dreht jetzt, ist jetzt ein bisschen abgedreht. Okay, die wollen springen, Digga. Ich glaube, die werden auf letzte Minute springen. Ja, ja, du rufst direkt, rufst schon mal Dings an. Munitionslieferung. Ich sag dir wann, also jetzt noch nicht natürlich, aber Wir können auch theoretisch voll auf den Fallschirm schießen und dann werden die absolut irgendwo hinfliegen und voll von allein sterben. Ja, ich weiß nicht, ob was. Fallschirm schießen ist echt OP. Wir müssen da langsam landen, sonst packen sie sich ab und in der Zeit können wir die auch abschießen. Sie müssen zusammenbleiben. Ja, aber ich denke mal, die werden den Fallschirm ganz spät erst öffnen. Soll ich mit Sturmschrofhinte drauf schießen oder mit Mikro-MP? Mach Sturmschrofhinte. Okay. Ich habe ja Karabiner sonst in Not. Dann lass uns gleich, wenn die runterspringen. Ja, ja, ich will ja, wenn die runterspringen, direkt hinrennen, wo die landen. Die können nichts machen. Aber lass noch kurz warten, nicht, dass sie uns lokalisieren. Erst auf den letzten Drücker losrennen. Weil die müssen ja irgendwo hier oben landen, da sind wir ja relativ schnell. Ah, sie denken, ihr seht die nicht. Sehr gut. Die wollen springen, machen gerade einen Punkt zum Landen aus. Naja. Oh mein einer Gott, Freunde! Okay, einer meint, die springen 20.28 Uhr. Sieger Livestream! Sieger Livestream! Die wollen hinter einem Stein ganz rechts. Weißt du, ein Stein hinten ganz rechts? Die denken, ihr seid im Haus. Ja, Mann, danke, Leute. Danke für den Support, Mann. Schreibt weiter, wir sind im Haus. Schreibt es weiter. Genau. Verbreitet, Leute, das muss jeder wissen. Auf jeden Schulhof muss jeder wissen, dass wir im Haus sind. Wir sind im Haus. Schreibt es rein. Wir sind im Haus, Leute. Das wird der Sieger-Livestream zusammen mit O'Brooks. O'Brooks und Standard-Skill. The Brooks und Standard-Skill ist da. Oh, da, Digga, da lass ich mich lumpen. Eigentlich sollte ich nicht low sein. Ich werde nur trotzdem mal Snacks essen. Weil ich gucken, ob ich eine Panzerung nehmen kann. Oh, ich war echt low, Digga, danke. Aber mit den Sternen, das ist relativ schwierig. Würden die Blinker abschießen, dass es nicht so blinkt? Glaub mir, das wäre noch heftiger. Aber ich sehe die nicht. Also die sind, glaube ich, anscheinend direkt. Ich sehe sie. Die sind, das siehst du auch nicht. Das siehst du richtig schwierig. Ich bin Glück, dass ich sie. Ich habe Glück, dass ich sie nochmal lokalisiert habe. Okay, sie springen. Helikopter. Okay. Oder warte. Sie müssen springen. Helikopter fliegt gerade runter. Hat kein Licht mehr. Ja, die müssen gesprungen sein. Ja, lass treffen. Warte, ich sehe sie noch nicht. Helikopter geht auf jeden Fall. Nee, Helikopter ist nur ein bisschen tiefer. Ja. Hier ist einer. Nee, das bist du. Nee, das bist du nicht.
Nicht, wir sind. Helikopter, siehst du den Helikopter vor uns? Vor uns, ich guck grad. Links, 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 links! Links! Links landet einer mit Fallschirm! Links, siehst du links? Ich seh das Fallschirm, das Fallschirm! Okay, hin, 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 hin! Raufschießen! Ja, hin. Beide, land, nimm den rechts! Schieß auf Fallschirm! Er ist tot! Nee, er ist nicht tot. Pass auf! Er muss Fallschirm noch abnehmen. Ist tot! Ja, ist nice. Okay, Weichschuss rechts! Drei Minuten, komm! Push beide! Kopfgeld noch bekommen. Warte, ich schau mal, ich bin hinter dir. Okay, pass auf. Siehst du ihn? Nein. Lass zusammenbleiben, er kann sich beide gleichzeitig abschießen. So, 4 Minuten noch. Ich guck rechts. Lass uns nicht trennen. Nein, nicht trennen, wir rufen Munitionslieferung. Bleib du rechts, ja. bleib du, guck du links, aber links von. Okay. Ich guck hier. Wenn ich das von irgendwo komme, weißt du, wenn er hier kommt, dann kann ich ihn sehen. Und du guckst dann links. So, die Vips von denen sagen, wir sind im Haus, Digga, ihr seid die Besten, Leute. Hat er dich geschossen? Nein. Er hat gerade geschossen, Digga. Naja, aber er muss vor uns sein. Oder er geht hier unten lang, ich weiß nicht. Ich sehe ihn, glaube ich, warte, ich sehe ihn. War das der? Nein, das ist Max, da steht Max, rechts steht Max. Achso. Ja, nicht, dass er gleich die Munitionslieferung holt. Wir müssen... Nein, er hat sie noch nicht gerufen. Wo bist du jetzt? Das ist Max. Und wo bist du? Da bist du. Er kommt von unten, meint einer. Den Weg hoch. Der ist da ganz rechts gelandet hier, ne? Ich seh ihn. Wo? Warte. Da? Wo? Ne, es ist glaube ich ein Baum, oder? Ne, ich seh ihn. Wo? Ich seh ihn. Er ist gefickt. Pass auf, zeig dir nicht. Er ist, bei dem einen, du siehst ja diesen Hügel da. Unten. Rechts. Und dann ist er direkt auf dem Weg. Ich seh ihn. Ja. Okay, pass auf, du rufst Munitionslieferung. Nee, du nicht. Ich ruf Munitionslieferung, du hast Karabiner. Ich seh ihn. Ja. Er muss hier hoch. Von da unten dürfen wir nicht rufen. Ja. Er ist gefickt. Er muss oben sein. Ja, da kann ich nichts mehr machen. Ich kann sogar jetzt theoretisch schon... Nee, ich werde das gar nicht erst zeigen. Nein, zeig dich nicht. Er weiß nicht, wo wir sind. Oh, er kommt. Oder lass ihn pushen, lass ihn beide pushen. Warte, lass dich nicht zeigen. Zeig dich nicht. Wegen Auto eben. Ja. Er muss ja hoch. Nein. Ja. Ich bin schon mal ein bisschen angeschossen. Ich kann hier. Pass auf, der hat Revolver. Warte, ich geh weiter links. Halt ihn in den Auge. Halt ihn in den Auge, okay, pass auf. Er kommt links hoch. Er ist im Gebüsch. Ich drain ihn so ein bisschen. Er ist jetzt im Gebüsch direkt dahinter, pass auf. Ich seh's. Ich hab ihn. Er ist richtig low jetzt, Digga. Ja. Warte noch. Lass ihn kommen. Digga, lass ihn richtig trollen. Der hat Panik, Digga. Der weiß nicht mehr, was mit seinem Leben los ist. Der weiß gerade nicht mehr, was passiert mit ihm. Nee, das ist beim Gebüsch, Digga. Ja, ich seh ihn. Ich schieß erst wieder rauf, wenn er losläuft. Er wird weiter rechts pushen. Denk weiter rechts. Aber hast du auf Mary River offen? Er pusht. Boom! Oh! Was ist hier los, Junge? Holy moly! Sieger Livestream! Oh mein Gott, Brox, Junge! Was ist hier los? Wer hat gewonnen? Taktik as fuck, man! Oh, wer kommt da gewonnen? Oh, shit, man! Sieger Livestream! GG auf jeden Fall an die beiden. Digga! Shit, man, Leute, was ist hier los, Junge? Was ist hier los, Mann? Oh mein Gott, Freunde! Nice! Das war Sieger Livestream! In der Holy moly, meine Freunde. Was ist hier los, Junge? Was ist hier los, Junge? Was ist hier los, Digga? Digga, habt ihr kassiert? Winner, Chicken Dinner. Winner, Chicken Dinner. Allein gar keine Chance da Digga, gehabt. Das hat so Spaß gemacht. Alter. Digga, das war so geil, Mann. Das haben die bei uns gefeiert, als ihr uns mit dem Helikopter verfolgt habt. Auf einmal hatte ich voll viel Zuschauer wegen dieser Helikopterfolge. Digga, das war so heftig, Junge. Das war so geil. War das geil. Oh, Stitter, Digga. Digga, das war am Ende. Ja, wir haben so taktisch gespielt, ihr glaubt es nicht. Oh mein Gott, Freunde, wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da und lasst ein Like da, Leute. Das ist heute mal wieder ein Siegerleistung gewesen. Ich freue mich mega, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben. Richtig geil. Digga, warum ist das? Hey. Digga, das Licht muss doch hier. Licht. Digga, das muss doch hier an sein. Ist das gerade weggegangen? Bestimmt, weil ich so ausgerastet bin, Amina. Leute, das ist Siegerleistung, Mann.
Geil, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Heftiger Support, Leute. Das war, ohne euch hätten wir es nicht geschafft, weil ihr wirklich gesagt habt, ah, wir sind da und da, Leute, das fuckt die so ab. Glaubt mir, Freunde, das ist insane. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann es immer nicht glauben. Das ist krank. Wir haben gewonnen zusammen mit Obrox, Leute, gegen Weichstudio und iKremax. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Morgen sehen wir uns wieder zu Freitag, der 13. wird es morgen Abend geben. Ich denke mal so 19.30 Uhr. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet morgen so gegen 19.30 Uhr ein. Da gibt es Freitag, der 13. Leute, ich wünsche euch noch einen mega schönen Sonntag. Ich werde jetzt hier noch ein, zwei Leute schnell grüßen, die gerade reingeschrieben haben. Matthew, Grüße gehen raus. Bitter Kevin, Grüße gehen raus. Efe Fresh TV, Grüße gehen raus. Scania Hoffmann, Low Box, It's Max, der Checker und Luxor Paul, Grüße gehen raus, Freunde. Vielen, vielen Dank für den krassen Support, Alter, und dass ihr so ausgerastet seid, Leute. Das ist ein Hashtag-Sieger-Livestream. Falls ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da und drückt die Glocke. Dann werde ich immer benachrichtigt, wann ich livestreame, Leute. Da machen wir nochmal Snoop Dogg zum Sieg an. Snoop Dogg ist da. YOLO! Bam, bam, bam! It's just a prank, bro. Vielen, vielen Dank, Leute, für den Support. Ich wünsche euch noch einen mega schönen Sonntagabend. Haut darin, kurft darin. Das war der Siegerleistung von Standardskill gewesen. Das, ja, geil, Mann. Geil, geil, geil.